Grüße euch, das ist wieder Uwe Breuer mit Neuschöpfungsleben. Ja, die momentane Zeitqualität ist und bleibt sehr anspruchsvoll und das liegt natürlich in erster Linie daran, dass diese neuen Energien nun immer mehr als, ich möchte mal sagen, Feedbackschlaufe oder Rückkopplung oder wie man das immer nennen will, zurückströmen aus den höheren und höchsten Dimensionen, zurück zum Ursprungspotenzierungspunkt Mutter Erde Gaia, die hier auf 3D auch existiert, die auch in den höheren Dimensionen sich weiter hinauf, ich möchte mal sagen, frequentiert oder hinauf geht in ihren verschiedensten Dimensionen, die bis hinaufreichen in die höchsten Ebenen. Und Mutter Erde Gaia, die ja dieser Neuschöpfungsliebeslicht-Urplanet ist, die sich gebildet hat aus diesem Neuschöpfungsliebe-Lichtpotenzial, das sich in diesem innersten Punkt der Schöpfung befindet, ist der Planet, der natürlich auch am meisten, ich möchte mal sagen, begehrtesten ist von allen umliegenden Bewusstseinen, die sich da gebildet haben, aus den verschiedensten lebensenergetischen Prozessen. Und diese Bewusstseine sind natürlich jetzt sehr irritiert, dass bestimmte kräftigste, neuschöpferische, transformatorische Informationen zur Erde zurückkommen oder einströmen, einstrahlen, einwirbeln auch und sind darum sehr bemüht, das Alte jetzt noch so weit wie irgendwie möglich zu behalten. Ja, und wir haben gerade zwei Worte gehört, die Information und diese Informations, ich möchte mal sagen, Ströme, die da auf die Erde jetzt einströmen, sind in der Form charakteristisch, dass sie etwas in Form bringen. Und diese neue Form, die die Information bringt, ist dann auch sofort in der Transformation. Und da haben wir auch wieder die Form drin, und zwar die Transzendierung der Form der Bewusstseinsmöglichkeit, auch das ist eine Form, wenn du so möchtest, in dieses Neue. In den höheren Dimensionen, nur ganz kurz möchte ich das anklingen lassen, ist die Form dadurch begründet, dass sie eine Bewusstseinsform darstellt, eine Bewusstseinsgeometrie auch, eine Geometrie des Bewusstseins. Und ihr kennt es alle, nur so kurz angedeutet, fünf platonischen Körper, Blume des Lebens, die verschiedensten Symbole, die alle mit diesen höherdimensionalen Bewusstseinsformen, Bewusstseinsinformationen in Resonanz gehen und dadurch ihre Wirkung entfalten. Darum kann überhaupt ein sogenanntes Symbol eine Wirkung ausstrahlen, weil es etwas empfängt wie eine Antenne durch diese formbildenden Kräfte, die sich in diesem Symbol als meistens zweidimensionaler Ausdruck, als eine Art Grafik dann in Resonanz gehen können und da dann ausstrahlen. So, das nur am Rande. Und das hat aber auch wiederum zu tun mit diesen neuen Informationen, die da auf die Erde einströmen, einstrahlen. Ihr seht auch hier im Hintergrund den Logos genannt.
Sonne und das ist ja Vatersonne, das ist das männlichere Prinzip, dieses direkte Strahlende. Ihr seht diese Strahlen, die vom Logos ausgehen und das sind diese Einstrahlungen auch, die vom Logos zur Erde geschickt werden. Dies in einer Form, dass es sehr so schnell wie möglich, aber auch eben möglich ist, dass nicht zu viel kommt, dass genau richtig zur jeweiligen Zeitqualität genau die richtigen Informationen, die zur Transformation führen, eingestrahlt werden. Und dies führt nun eben dazu, dass auch, ihr seht das schöne Wasser im Hintergrund und die schöne blaue Atmosphäre, die da Mutter Erde Gaia als Aura umgibt, mit ihrer wundervollen, ja, Luft, die da basisch ist und die wir einatmen und dann den sauren Stoff, das CO2 ausatmen, das nur am Rande. Wir atmen also Basenstoff, wenn du so möchtest, ein. Und je mehr Minusionen darin sind, umso besser, dies nur so kurz angedeutet. Gut, und im Hintergrund dieses Wasser soll auch bedeuten, dass jetzt das Wasser, was ja auch zu über 70%, wenn ich richtig da liege, in etwa die Erde bedeckt, mit allen Seen zusammen noch, nicht nur die Weltmeere, auch die Seen dazu genommen, die Flüsse und so weiter, das ist ja auch sehr stark fähig, dieses Neue aufzunehmen. Wir kennen das alle, dass ihr kennt alle diese wunderschönen Wasserbilder, du kennst sie bestimmt, wo da wunderschöne Kristalle zum Beispiel bilden, um diese Information, die in diesem flüssigkristallinen Lichtliebes-Prana, das du Wasser nennst, sich da hineinbegeben haben, diese Information. Und wenn du zum Beispiel ein Wasserglas auf ein Wort stellst, das Liebe heißt, dann gibt das immer sehr, sehr schöne kristalline Ausdrucksmöglichkeiten, Formen, weil das Wasser eben diese wunderschöne, ja, Form der Liebe aufgenommen hat und du siehst, dass diese Information, die die Liebe enthält, dann das Wasser tatsächlich in eine kristalline Form bringt, die sichtbar ist. Also wirklich eine Form und eine wunderschöne schneeflockenartige Form. Und ja, und genau das ist das, was jetzt im Moment so stattfindet, mal so ein bisschen für den Verstand. Und auch die sogenannte Luft, dieses gasförmigere Chi Prana, was auch diese blaue Strahlenfarbe in sich aufleuchten lässt, sobald der Logos genannt Sonne hineinstrahlt, ist auch in der Transformation und natürlich alles, was auf der Erde existiert, damit auch nicht nur das Wässrige, natürlich auch alle anderen Elemente. Die ganzen 5 Elemente, die wir so kennen, sind natürlich die Hauptelemente, aber wir haben auch noch mehr Elemente und vor allen Dingen haben wir noch den ätherischen Stoff, plasmaartig, der auch in der Transformation ist. Und dieses höher schwingende Chi Prana, was du kennst, was aus dem sogenannten Universum Kosmos auf die Erde einstrahlt, bringt also jetzt diese neue Transformation und wird in die Erdmeridiane über die Erdakupunkturpunkte und Erdchakren eingewirbelt. Und du als Mensch, als Schöpferwesen, was hier inkarne ist, hat nun die Möglichkeit, über seine Energiezentren damit zu wirken. Und diese neue Lebensmöglichkeit, die da jetzt kommt und da ist, ist in dir schon am Aufscheinen. Und du
bist als dieses Neuschöpfungswesen darauf vorbereitet, über Jahrtausende und Jahrmillionen auch, über die verschiedensten sogenannten Planeten, hast du dich angeglichen an Mutter Erde, Gaia, an diese höchste Neuschöpfungsaufgabe. Und da ist auch die Gabe drin der Gottheit, Göttin. Und die kommt jetzt eben zu dir zurück. Und die ist in dir am Aufscheinen und da bist du auch in dir, spürst du diesen Ruf und das nennen wir ja dann auch die Berufung. Und das wird jetzt immer stärker und immer klarer. Und je mehr von außen der sogenannte Druck auf alles zunimmt, umso mehr wird in dir dieser Ruf stärker. Und das spürst du. Du spürst, dass dieses Neue ruft. Und das kommt aus deiner sogenannten höheren Bewusstseinsdimension und auch aus deiner sogenannten Zukunft. Weil du als ewiges Schöpferwesen, das jetzt in der Neuschöpfungstransformation ist, mit der sogenannten Zukunft in Resonanz stehst, weil für dich gibt es keine Zeit, du bist ewiglich, es gibt nur Zeit, ist dann Potenzial, Möglichkeiten, Lebensmöglichkeiten, wenn du so möchtest. Und mit diesen gehst du jetzt schon in Resonanz. Du spürst also schon diese neue Welt, die da bereits existiert in den höheren Dimensionen und in der sogenannten Zukunft. Und da die Erde die höchste Potenzierung darstellt, weil sie in der größten Verdichtung, diesem Nullpunkt, der ja ganz unten ist, am nächsten ist und damit die größte Resonanz dazu aufbauen kann, von diesem Doppelwirbel, den wir ja nennen, dieses Torusfeld, was aus einer Merkaba entsteht, hast du diese größte Resonanzmöglichkeit, diese größte Potenzialdimension in dir. Im Hier und Jetzt. Die musst du nicht erlangen, die ist da und die Gottheit, Göttin ist in dir als individuelle Göttlichkeit. Jetzt. Mutter Erde Gaia, mit der du über jedes Atom in Resonanz stehst, weil jedes Atom aus deinem sogenannten Körper, auch aus deinen feinstofflichen Körpern, auch aus vielen höherdimensionalen Körpern von Mutter Erde Gaia ist, ich meine hier dein Körper, ist jedes Atom, jedes Element, Wasser, Erde, Feuer, Luft und auch das Ätherische von Mutter Erde Gaia genommen. Und damit absolut in Resonanz mit ihr, eins mit ihr, jetzt bist du als Mittler, weil du dieses höchste dimensionale Wesen bist, hier auf der Erde. Und du hast dadurch als Neuschöpfungswesen, dass du jetzt immer mehr in der Transformation bist, aber schon bist, das ist schon am Laufen, hast du die Gabe der Gottheit, der Göttin in dir, diese wundervollste Neuschöpfung, wo das wirklich Neue entsteht jetzt, zu sein. Auszustrahlen, die neue Wirklichkeit aus deiner innersten Wirklichkeit heraus auszustrahlen und das bedeutet, Wirkung erzeugt eben die Wirklichkeit, die kristallisiert, manifestiert sich dann aus zur Realität und diese materielle Realität wird so neu sein, weil nur jetzt mal so als Beispiel, du weißt im Moment, wenn es Nacht ist,
haben wir nicht sehr viel Licht auf der Erde, also der Teil, der in der Nacht ist. Und es liegt daran, dass natürlich die Sonne sich hinter der, sozusagen auf der anderen Seite der Erde ja befindet. So. Die Materie an sich geht aber jetzt immer mehr in eine höhere Frequenz ab einem bestimmten Punkt. Und das bedeutet dann, sie strahlt mehr Licht aus sich selbst heraus. Sie geht in eine höhere Liebeslichtfrequenz. Das bedeutet, sie strahlt aus sich heraus Licht aus. Und das bedeutet ewiger Tag, kein Schatten mehr und die Nacht wird nicht mehr sein. Und die Energie und das Bewusstsein wird so weit steigen, dass es nur noch dieses Liebeslicht potenzierte, neuschöpferische Sein möglich ist im Hier und Jetzt. Und dies ist gerade eben in der Transformation. Da gibt es eine neue Form des Lebens. Und sei nicht erstaunt, wenn jetzt nochmal im Außen alles so, wie gesagt, sich da hochtriggert oder aufbäumt, wie man das immer nennen möchte. Das war klar. Du hast dich auf diese Zeit vorbereitet. Du bist das stärkste Schöpferwesen. Andere dürfen gar nicht auf der Erde hier inkarnieren. Und wenn wir jetzt auch im Hintergrund sehen, das schöne Wasser, in dem Wasser leben ja auch viele Wesen, natürlich in den Weltmeeren, die Wale, die Delfine, aber auch andere, viele sonstige Wesen, auch Naturgeistwesen, auch, ich möchte mal sagen, so Wasserengelwesen. Und diese empfangen nun auch dieses Neue und wirken damit. Und die Vision, in der du jetzt immer mehr dich hineinbegibst, ist dieses Neue, ist diese neuen Lebensmöglichkeiten, sind diese neuen Lebensareale auch, die immer stärker jetzt von dieser höheren Dimension frequentiert, eingenommen werden, wenn du so möchtest, eingestrahlt werden. Das sind die neuen Energiezentren auch der Erde, wo dann die großen neuen Communities entstehen werden, ein Zusammenleben der Menschen mit Gaia, mit Kosmos, mit Naturwesenheit, mit allen Pflanzen, Tieren und auch, wenn du so möchtest, mit der ganzen Liebeslicht, seelisch-geistigen Welt auch, die da mit uns dann in Kontakt ist und auch natürlich unsere sogenannten außerirdischen Geschwister. Dies alles ist in der stärksten Vorbereitung und hat diese Energie sich den Weg zu bahnen, die Gottheit, Göttin wirkt allmächtig ein und da haben wir die Allmacht drin und das bedeutet eine Macht, die alles macht und kann. Und diese Allmacht ist auch in dir und die Vision in dir wird nun immer stärker, der Ruf wird immer stärker und diese neuen Lebensmöglichkeiten werden und sind jetzt schon am Ausmanifestieren, am Kristallisieren, jetzt noch im Feinstofflicheren, aber das wird sich immer mehr auskristallisieren, materialisieren, wenn du so möchtest, auf der Erde. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn die Energie eine Potenzialhöhe erreicht hat, eine Kraft erreicht hat, der Liebeslichtenergie, wird es plötzlich anders. Und wir werden
ein ewiges Leben haben, eine Welt, eine Erde, die so anders ist, dass die höchsten Himmel dagegen jetzt dunkel sind. Wir haben dann hier die höchste Liebeslichtenergie, weil hier der Neuschöpfungspotenzierungspunkt ist. Jetzt noch ein wenig herausfordernd zum Vorstellen, aber spüre in dein Herz. Deine individuelle Göttlichkeit ist auf dem Punkt hier genau richtig da, jetzt. So. Wir werden auch mit den Naturgeistwesen, mit den Wasserwesen, die großen Wasserwelten auf der Erde zusammenwirken, werden alles jetzt anfangen, neu zu gestalten. Genau. Das ist jetzt die Zeit aller Zeiten. Darauf hast du gewartet. Darauf hast du seit Tausenden und Millionen Jahren zeitlich gesprochen, ganze Schöpfungen lang hingewirkt als ewiges Schöpferwesen. Und jetzt ist es da. Und wenn es auch noch ein bisschen Zeit braucht für diese sogenannte Transformation zu diesem Neuen hin, eine neue Form, eine transzendierte, transzendale Form des Neuschöpfungslebens, das der ewige Liebeslicht-Tag in sich hat, dann wird es nicht mehr ewig dauern. Du hast Ewigkeiten gewartet. Jetzt sind es nur noch, kosmisch gesprochen, Augenblicke. Wir gehen alle jetzt in diese Neuschöpfung. Sei du dein innerstes Sein, spüre dich als ewiges, liebes Lichtschöpferwesen, dass du im Hier und Jetzt bist. Das musst du nicht lernen, das musst du auch nicht werden. Das bist du im Hier und Jetzt. Und jetzt kommt nur dieses Neue, zeitlich gesprochen, hinzu, und das Einzigste, was du tust, du empfängst es. Alle Engelswesen, Hierarchien, die ganze Schöpfung wird jetzt mitwirken, ist da. Du bist ein Kanal dafür. Und das Einzigste, was du da noch sagst, ist: Liebeslicht, allerhöchste Gottheit, Göttin, dein Wille geschehe. Ich bin der Kanal dafür. Jetzt. Ewiglich. Ich wünsche euch eine wundervolle, wundervollste Zeit, eine Zeit voller Wunder. Euer Uwe Breuer.